Hallo und herzlich willkommen zum Was geht ab Community Check mit dem Robin, dem Rick, der Paddy und dem Rick. Die Paddy Hallo. War lange nicht mehr hier, die weiß nicht mehr. Ich hab Titten. Der Bär ist und so. Per Morseszeichen kamen ganz viele Fragen bei uns an, weil wir sind Hipster. Larissa Beißheit fragt, was denkt ihr über das Containern und würdet ihr das auch machen? Containern ist Mülltonnen beklauen. Nein, die Mülltonnen der Supermärkte so durchwühlen, weil da ganz viel Essen ist, was abgelaufen ist, aber halt noch Essen ist. Aber würdest du es tun? Ich würde es nicht tun, weil ich mir irgendwie etwas komisch dabei vorkommen würde, wenn ich einen Müll esse quasi. Allerdings finde ich das an sich ganz okay, dass die das machen, weil es ist ja trotzdem noch was zu essen. Also. Ich muss auch sagen, ich finde die Protestaktion daran okay, weil es halt auch echt, sage ich mal, ziemlich schlimm ist, dass so viele Lebensmittel weggeschmissen werden und dass so viel auch einfach auf dem Müll landet und dass gerade Sachen im Lebensmittelbereich so wenig wiederverwertet werden und auch, dass so viele Sachen auch schon so industriell produziert werden, wie sie produziert werden. Da ist, denke ich, noch viel Sachen, gibt es viele Sachen, die verändert werden müssten. Aber so richtig jetzt in Supermärkte einbrechen und da das Essen zu klauen, ist halt auch wieder ein bisschen fragwürdig. Georg oder George Werner, wie hat euch Was geht ab verändert? Also mir hat es das Lesen beigebracht. Nee, dass das Aufsagen von Sätzen, von den Nachrichten, da bin ich etwas besser geworden. Und ein bisschen. Bei euch so? Auch. Und das Kurzzeitgedächtnis wird so ein bisschen trainiert. Und es hat mich verändert, weil ich mir eingestehen musste, dass ich beim Sprechen oftmals sehr übel das Gesicht verziehe, also den Mund so. Das ist mir vorher bei meinen Videos noch nie so aufgefallen, aber bei Was geht ab schon häufiger. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Also bei mir hat Was geht ab, glaube ich, am meisten verändert, dass ich endlich angefangen habe, meine eigenen Sachen auch zu produzieren und nicht nur die Sachen von anderen. Bei mir auch. Also es hat mir wirklich den Mut gegeben zu sagen, geil, da gibt es Leute, die das feiern, was wir hier machen. Vielleicht feiern sie ja auch mich irgendwie und habe es ausprobiert. Und so geil, danke an euch, dass ihr das uns ermöglicht. Ist echt cool. Die Kanäle sind natürlich in der Infobox verlinkt, genauso wie von Mappamundi. Und die sind echt prickelnd. Laura Schwarz fragt, was sagen eure Eltern dazu, dass ihr so euer Geld verdient? Das klingt vielleicht erstmal so, als würden wir uns hier prostituieren oder irgendwas Böses machen. So. Nee, also meine Eltern sind froh, dass ich Geld verdiene, weil das ist irgendwie ganz gut. Generell. Meine finden es auch besser wie Strippen. Also, ja, das wäre Dominiks andere Karriereoption gewesen. Es war sehr knapp, die Entscheidung, aber er hat es geschafft. Ja. Nee, meine Eltern finden es auch geil. Also die finden auch irgendwie die Videos super, was mir manchmal Sorgen macht, ob ich... Aber sie finden es geil. Also geil ist auch so, sie stehen dann da und denken, boah, geil! Ja. Das war so lustig, das Video. Aber meine Eltern das lustig finden, vielleicht war es doch gar nicht so gut. Wobei meistens passiert es aber auch immer so, dass es so ist, Dominik, ich habe ja gesehen, du hast ja mal wieder ein neues Video bei diesem WhatsApp hochgeladen. Das ging, aber es war ein bisschen schnell. Also ich habe nicht ganz mitbekommen, worum es ging, weil es war ein bisschen schnell und diese Schnitte sind immer ein bisschen irritierend. Ja, das sagt meine Mutter auch. Und dass wir viel zu sehr rumhampeln. Genau. Und dass ich mich davon von euch habe anstecken lassen. Oh ja. Weil ich jetzt auf einmal immer so spreche. Das hatte ich früher nicht gemacht und sie kommt da nicht mit. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass ich heute nicht der Einzige bin, der keine Schuhe trägt. Seht ihr? Geil, oder? Julian Simon, wie seid ihr eigentlich auf das Format Was geht abgekommen? Also wir saßen einfach zusammen, wir wollten alle was zusammen machen. Es gab die Option, irgendwas mit News zu machen, weil das irgendwie geil ist und das noch nicht so viele Leute gemacht haben und durch Flo auch irgendwie richtig erfolgreich geworden ist in Deutschland. Deswegen haben wir gesagt, geil. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und uns das überlegt und so ist das entstanden. Lotte Pfleka, warum ist LeFloid so wenig dabei? Das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon 10.000 Mal beantwortet. Aber es hat damit zu tun, dass Flo einfach ein sehr heiß geliebter Mensch ist, der überall sein muss, weil ihn so viele Leute geil finden und er so viel zu tun hat. Ich wollte ihn nochmal anfassen. Miede Beutlin, wie kommt ihr auf Themen wie das mit der germanischen Heilkunde? Habt ihr das selbst recherchiert oder bekommt ihr das vorgesetzt? Für Recherche haben wir geniale, mega coole Mitarbeiter, die uns da helfen. Zum Beispiel die Katja! Und die neue Lydia. Germanische Heilkunde ist ihre Schuld, weil Katja hängt so viel im Internet rum und findet dann so ganz krasse Themen wie das zum Beispiel. Und dann besprechen wir das gemeinsam und dann sagen wir, ist das geil oder nicht? Und wenn es geil ist, dann machen wir es. Steffi at Sawdraw fragt, weiß Robin, dass er mit seinen Beinen fast die ganze Couch einnimmt? Es ist schön, dass dir das auffällt. Mir fällt das nämlich auch immer auf. Und das ist nicht meine Schuld, das liegt aber daran, dass meine Beine genauso lang sind wie alle anderen zusammen. Sie fragt auch noch, außerdem würde ich gerne wissen, ob Mr. Sparkles glitzert. Ja. Und ja, er glitzert. Aber nur im Sonnenlicht. Im Sonnenlicht. Yay. Ich hab's schon gesehen. Sieht voll scheiße aus. At Julchenfrege mit E fragt uns, welches ist euer absoluter Favorit unter den sozialen Netzwerken und warum? Instagram. Ja, würde ich auch sagen.
macht irgendwie am meisten Spaß, weil Bilder halt irgendwie noch die coolste Form der Übertragung von. Ich glaube, ihr habt YouTube vergessen, weil ich glaube, YouTube ist unser allerliebstes. So, also ist YouTube ein soziales Netzwerk? Ja, könnte man schon sagen. Ja, eigentlich schon. Aber wir sehen jetzt mal von YouTube ab, weil das ist natürlich klar, dass bei uns allen YouTube ist. YouTube ist eigentlich eine Suchmaschine. Bei mir wäre es dann Twitter, weil Twitter ziemlich geil ist. Ich mache auch eigentlich relativ viel auf Twitter. Müsst ihr mal reinschauen. Und die Space Vlogs haben jetzt auch angefangen zu twittern, also schaut auf die Twitter. Mund ein. Ja. Twitter ist eigentlich ziemlich cool, weil man nur das kriegt, was man haben will. Und ich finde Twitter eigentlich im Moment auch cool. Bei anderen sozialen Netzwerken aber auch so. Ich komme mit Twitter nicht so klar. Also ich bin eher Instagram. Morgens und abends immer schön, bis es nicht mehr weiter zu scrollen also ich geht. Alles. Und aber immer abends schön im Bett und dann fällt einem das Handy ins Gesicht. Oh. Was ist dein Lieblingssoziales Netzwerk? Das ist so eine komische Seite, da kann man halt Menschen kennenlernen und dann fickt man. Du meinst dieses Pornhub, das von dem Frodo immer redet? Nee, das heißt anders. Das ist ein bisschen, das Pornhub ist ja zu normal. Ach so. Okay, dann habe ich noch eine weitere Frage von Daisy Meckernicht. Meckernicht? Ja, wir meckern verstanden? Was glaubt ihr, sind die derzeitigen Ereignisse in Ukraine, Russland, USA, Nordkorea und ein möglicher Beginn eines dritten Weltkrieges? Nein. Wollen wir mal nicht hoffen, aber ich würde es auch bezweifeln, einfach dadurch, dass heutzutage die Wirtschaft so vernetzt ist, dass einfach ein Weltkrieg voll doof wäre. Und Nordkorea macht ja sowieso einfach immer nur Drohnen. Aber ist es schon gruselig, wenn man jetzt... Also ich meine, ja, und Nordkorea ist auch ganz anders einzuschätzen als zum Beispiel jetzt die Ukraine. Also ich finde es schon einerseits erschreckend, die Lage in der Ukraine und dass vor allem auch Russland da scheinbar bereit ist, so drastische Maßnahmen zu ergreifen. Wir müssen aber auch sagen, glaube ich, dass wir ziemlich verwirrt sind von der Lage in der Ukraine. Und auch, ich denke, da können auch wenige das jetzt so wirklich richtig einschätzen, was da die beste Lösung wäre für die Zukunft. Natürlich jetzt nicht Krieg oder so. Also wir sind natürlich, das wäre totaler Schwachsinn. Da haben wir auch, sage ich mal, ein bisschen Angst vor. Was aber in der ganzen Situation für mich auch noch ziemlich bemerkenswert ist, ist einfach auch, dass wie Putin immer einfach total eindeutig und ziemlich krass auch in Situationen eingriff, wie er es damals zum Beispiel auch in Syrien gemacht hat, wo die Amerikaner kurz vor einem Eingriff in Syrien waren und Putin dann einfach mal gesagt hat, so nö. Und da ist dann zu keinem gekommen ist. Und jetzt hat er halt einfach mal gesagt, so ja, ich gehe in die Ukraine und mal schauen, was jetzt passieren wird. Also das ist halt auch krass, wie viel Macht er einfach in Russland hat, wie unangreifbar er da ist seit Jahren, was er sich da quasi aufgebaut hat und wie unantastbar das ist. Und wie er sich auch auf dem internationalen Parkett die ganze Zeit bewegt. Also das ist einfach total krass. Also es ist auf jeden Fall eine schreckliche Situation, vor allem für die Menschen in der Ukraine und in dem ganzen Gebiet, also auch in Polen und so weiter, die davon betroffen sein könnten. Ich persönlich glaube nicht daran, dass da irgendwas eskaliert. Also es könnte sogar theoretisch wirklich sein, dass Russland in der Ukraine einfällt, um sich Krim zu sichern. Aber selbst wenn das passieren würde, bin ich mir relativ sicher, dass selbst dann die NATO und auch die USA nicht militärisch eingreifen würden, sondern wenn dann nur wirtschaftliche und politische Sanktionen gegen Russland verhängen würden. Weil Putin ganz genau weiß, dass niemand so eine Kriegssituation riskieren würde. Und deswegen ist er ja genau momentan in der Lage zu sagen, ich übe da so viel Druck aus. Einfach nur mal zu zeigen, dass Russland das eben kann und sich so politisch da irgendwie zu positionieren. Aber ich glaube nicht, dass es außer von ein paar wirtschaftlichen und politischen Folgen für Russland da irgendwas Großes am Ende rauskommen wird. Weil dafür sind alle Beteiligten zu intelligent und wissen, was das eigentlich bedeuten würde, wenn da noch mehr passiert. Und um auch nochmal die Frage zu beantworten wegen dem Dritten Weltkrieg. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht an den Dritten Weltkrieg, weil wenn ein Weltkrieg ausbrechen würde, dann sind wir alle tot. Nächste Frage. Feiert ihr Karneval? Ja, genau. ganz schöner Themensprung, aber hier zwei Fragen sogar. Einmal von Kesha Carrion Cox. Feiert ihr Karneval? Wenn ja, als was seid ihr gegangen? Und dann nehmen wir gleich noch eine Frage mit auf. Fangirl fragt eure Meinung zu Karneval. Also ich bin geflohen, denn eigentlich geht es in Köln gerade richtig ab und das wäre mein erstes Jahr gewesen in Köln. Und wo bin ich? In Berlin. Bravo! Ich gerade aus. Sorry, ziehen wir sie wieder an. Also wir sind ja hier in Berlin und Berlin ist man anständig und feiert keinen Karneval. Ich weiß nicht, wir brauchen keinen Grund, uns bunt anzumalen und zu besaufen. Das machen wir jeden Tag. Ja, wenn wir Lust drauf haben, machen wir es. Fertig. Aber eigentlich haben wir nie Lust drauf. Das ist bei uns ein ganz normaler Mittwoch. Ich bin auch so der krasse Faschingsmuffel. Also ich finde auch echt eigentlich, das Leben ist immer ein Karneval. Man braucht auch keinen Karneval dafür. Aber jetzt mal ehrlich, man kann es doch wirklich auf YouTube so ein bisschen ausleben, so in verschiedene Rollen zu schlüpfen oder sich zu kostümieren und so. Also dieser Grundgedanke von Karneval, den finde ich eigentlich ganz gut. So im Kindergarten habe ich es auch gerne gemacht. Ich mag halt dieses
übertriebenes, saufende oder auch in Köln, da geht's ja voll ab, die machen ja alle miteinander rum und so. Oh, wo? Ich weiß nicht, ich glaube, dieser ursprüngliche Gedanke hinter Karneval, der ist ganz cool. Aber so wie das jetzt da so abgeht, ist nicht meins. So, eine Frage habe ich noch von Paula. Allerzähler, wer ist der Älteste oder die Älteste in eurem Team und wie alt ist er sie? Ich finde, euer junges Team funktioniert einfach genial. Diese Frage wird nicht beantwortet. Doch. Ihr wisst ja auch, warum. Da hinten sitzt jemand hinter der Couch. So, und tschüss. Blechdurchfall. Wir sollten noch was sagen, oder? Das kommen unsere Tanzkünste daraus, die wir im Tanz durchgelernt haben. Damn. Der Pizzabäcker. Ja, Mann, oder auf Mappamundi, der redet tiefsinnigen Scheiß. Ja. Und der hat einen geilen Pony, sieht man aber nicht. Oh ja. Und dort drüben zwei weitere Videos. Yo. Und dort unten könnt ihr abonnieren. Ja, die Leute im Club. Und dort findet ihr auch Texcalibur, yo. Ja, Texcalibur. Da ist die Endcard auch musikalisch, yo. Yeah. Krasser Checker. Geiler Move hier. Oh, das ist Social Media. Creative. In der Beschreibung.